Ein maximales Willkommen hier wieder zurück bei Minecraft. Ja, hallo, es tut mir leid, dass jetzt wieder keine Folgen kamen. Ich wollte aufnehmen, wirklich, aber einfach mein Mikrofon. Die Leute, die mir auf Twitter folgen, haben das mitbekommen. Leute, falls ihr das so nicht tut, kann ich euch gerne jetzt animieren. Folgt mir bitte auf Twitter, da steht immer alles Aktuelle bzw. Wissenswerte drin. Falls irgendwie mal ein Problem oder sowas sein sollte oder falls es was Neues gibt eben. Und jetzt funktioniert es aber Gott sei Dank, jetzt muss doch mein Internet am Arsch. Ich hoffe, dass ich hochladen kann und dass das so einigermaßen funktioniert. Da hat unser Anbieter momentan so ziemlich Probleme. Techniker und sowas war auch schon da, aber warte mal ganz kurz, ich muss ganz den Ton, die Musik ein bisschen lauter machen. Oder ist es zu laut? Zu laut? Ja, so ist das schon besser. So, genau, und wir haben ja in der letzten Folge, oder beziehungsweise in den letzten Folgen, muss man ja schon fast sagen, haben wir hier angefangen, unsere kleine Idylle zu machen. Ja, ne? Und ihr könnt euch eigentlich gleich mal vermehren. Dazu brauchen wir nur noch mal hier ein Setzling. Da, zack. Drei Stück haben wir jetzt. Und zwar du. Oh. Ach, ihr habt schon Liebe gemacht. Könnt ihr keine Liebe mehr machen? Doch, du kannst Liebe machen. Du nicht? Guck mal, was denn mit dir hier? Komm mal hin. Unio. Du willst nicht und du bist wahrscheinlich noch zu klein. Bei dir wäre es wahrscheinlich Kindesmisshandlung oder sowas. Ja, jetzt liebt das Huhn mich, aber es kann leider nichts daraus machen, groß. Okay, wir wollten ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ne? Schon ein bisschen her für mich. Wir haben uns hier alles schönes Zeugs gemacht, bla bla bla, haben auch genug Holz. Unsere Zuckerrohrfarm wächst auch, unsere Kürbisse wachsen und das hier wächst auch alles. Dieser Weg haben wir auch, doch wir waren dabei, glaube ich, unser Haus das letzte Mal zu bauen. Das ich hier aber ganz gerne mal anders bauen würde, als das noch das letzte Mal der Fall war. Weil wir brauchen ja Bücherregale, dafür brauchen wir eine Menge Leder. Das haben wir alles nicht. Ich glaube, wir sollten erstmal auf Lederjagd gehen, bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen, weil dann haben wir später unser Haus gebaut und, oder? Oder labere ich gerade schon wieder Scheiße und bin einfach nur wieder blöd im Kopf. Da hinten sind auch schon die Bäume gewachsen, ne? Mit dem hellen Holz bzw. mit dem dunklen Holz. Ich würde aber ganz gerne mit dem dunklen Holz bauen, deswegen... Oh, da ist gerade ein Kürbis gewachsen, sehr gut. Den holen wir uns direkt mal. Dankeschön, Kürbis, dankeschön. Da können wir uns dann nämlich dann auch später Kürbiskuchen machen. Da haben wir eigentlich auch genug zu essen. Da brauchen wir die Hühner eigentlich gar nicht für. Doch, die Hühner brauchen wir dann eben um... ja doch, für den Kuchen braucht man die. War schon richtig, dass wir das gemacht haben, weil dann müssen wir nicht mal Tiere abschlachten. Wobei wir das aber letztendlich doch brauchen werden. Weil wie gesagt, wir brauchen zwei Kühe mindestens, dass wir uns ganz schön viel Leder machen können. Zumindest, dass wir dann die neuen Bücherregale haben. Das reicht ja dann schon erstmal für den Anfang. So, jetzt wird hier alles abgebaut, alles abgebaut. Komm schon. Ach, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, wir müssen uns jetzt hier einmal nach oben draufstellen. So, jetzt bauen wir hier das schwarze Holz ab. Das schwarze Holz, Alter. Voll rassistisch. Nein, natürlich nicht. Also sollte es nicht sein, um Gottes Willen. Das Holz hat auch Rechte. Es ist schon viel früher als wir da gewesen. Bedeutet, wir könnten eigentlich gar keine Ansprüche stellen an das Holz. Denn das Holz ist etwas, was Tolles. Und jetzt habe ich natürlich keine Axt mehr. Die Axt werde ich aber gleich besorgen. Denn die Axt war erst nach uns. Nach den Bäumen da. So rum. Denn ohne Bäume keine Axt. Und ohne Axt kein schnelles Abbauen. Und ohne schnelles Abbauen keine Zivilisation. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, auf was ich hinaus will. Und selbst wenn ihr es nicht wisst, dann habe ich natürlich mal wieder nur Scheiße gelabert hier. Hier haben wir direkt ein Birkensetzling, was ich aber nicht will, oder? Wer sind das Birken? Ne, hier, den Setzlinge brauchen wir. Den Setzlinge brauchen wir hier. Sehr gutes Fichtensetzlinge natürlich. So, und die setzen wir natürlich auch mal direkt hier wieder hin. Eins, zwei. Da können wir uns dann später auch eine wunderschöne Baumfarm machen. So, da kommen wieder ganz schön viele raus. Boah, wie, guck mal, wie schön das aussieht, die Birkensetzlinge, wenn die in dem Texture-Pack sind. Das ist so cool. Leider sind da die anderen noch nicht drin. Sag mal, fallen hier keine mehr runter? Aber ich wollte gerade sagen, hier einen zumindest nochmal. Die können wir dann ja später auch jederzeit, oh, jetzt können wir schon nicht mehr rennen. Genau, wir haben ja nämlich kaum was zu essen. Das ist unser Problem. Ich meine, gut, wir haben jetzt Kürbis. Da können wir uns jetzt ein bisschen Kürbiskuchen draus machen. Aber, stimmt, das Essen war ja leer. Das ist gar nicht so gut. Das ist nicht so toll. So, Kürbis, bisschen Zuckerrohr haben wir bestimmt auch, aber ich nehme jetzt einfach mal ganz kurz nochmal das alles weg, was wir am Anfang gebraucht haben, beziehungsweise was hier oben drüber ist, weil, wie gesagt, das
wächst ja eh jederzeit nach, sozusagen ist das nicht so schlimm. Oder was sogar einmal schon mal bis 3. So, dann machen wir daraus jetzt erstmal ein bisschen Zucker. Eier haben wir noch da, haben die noch gerade zufällig Eier gelegt? Wollt ihr inzwischen Liebe machen oder willst du Liebe machen? Möchtest du Liebe machen, Baby? Nein, du möchtest keine Liebe machen. Du möchtest Liebe machen und du bestimmt auch. Ja, sie machen Liebe. Achtung, und wir gucken. Oh ja. Oh, süß, schaut an. Es ist ein Julio Nummer 2. Es ist Julio Junior. Und jetzt läuft die Musik gerade im Hintergrund nicht weiter, weil man glaubt es kaum, mein Internet spinnt. Bedeutet, das Lied hängt einfach mal. Und das ist so nervig. So, da haben wir noch ein Ei. So, und jetzt mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das ging so, sogar ohne Workbench, so. Und Zucker, oder? Ja, Kürbiskuchen. Yay, wir haben zweimal Kürbiskuchen, der sehr gut sättigen wird. Man wird es gleich sehen. Da, wunderbar. Genau. Jetzt haben wir, nehmen wir nur noch ganz kurz. Warte mal ganz kurz, komm schon. Musik, bitte lauf. Oh Gott. Das ist so nervig, ihr wisst das gar nicht. Vor allem, es ist ja Ferien. Es sind ja Ferien. Ihr wisst gar nicht, wie nervig das ist, wenn du einfach den ganzen Tag daheim sitzt. Weil du einfach nichts zu tun hast, beziehungsweise sogar schon aus Verzweiflung, was du für die Schule getan hast. Und du dann einfach kein Internet hast. Da fällst dir erstmal auf, wie abhängig du bist. Nicht mal unbedingt, um zu zocken oder sowas, auch einfach, wenn du irgendwie mal was nachgoogeln willst oder sowas in die Richtung. Da fällt dir das dann erst auf. So, und jetzt ist es ziemlich leise. So, oh, du bist jetzt schnell gewachsen, das finde ich gut. Da ist der zweite. Oh. Ups, jetzt habe ich euch mal weggemacht. Warte mal, ich pflanze euch nochmal schnell an. Oh, da ist auch schon der nächste. Da. So. Wachse. Sehr gut. Du auch. Wachse. Sehr gut. Und du auch. Sehr gut. So. Hat jetzt sehr, sehr viel Bone Meal gekostet, aber es wird sich lohnen, weil wir dann schon mal das Grundlegende von unser Haus bauen können. So, ich muss mal schauen. Wahrscheinlich muss ich dann irgendwie im Nachhinein irgendwas einfügen oder so. Oder ich bin so blöd und vergesse es. Also wenn du gerade was hörst, dann war ich nicht so blöd. Und wenn du was, wenn du eben nichts hörst im Hintergrund, also keine Musik zumindest. Ja, Error. Track couldn't load. Couldn't load track, so natürlich. Ach, ich könnte kotzen, das ist ja so nervig. Aber zumindest kann ich Minecraft aufnehmen, weil das ja im Singleplayer ist. Da hat es dann eben doch noch Vorteile, wenn Spiele nicht immer diese Online-Pflicht haben. So. Du wirst jetzt auch noch abgebaut. Die hatten wir sehr viel Glück, dass wir bei dir nicht so viel Bone Meal gebraucht haben. So, dann gehen wir gleich schlafen und dann... Ach, verdammt. Und dann, können... Ich wusste es, dass da noch zwei oben drüber sind. Und dann können wir uns dann morgen dann gleich die ganzen Setzlinge holen. Weil so schnell die spawnen die ja nicht. Und derzeit, wo wir schlafen, gleich versuche ich dann nochmal das Spiel zu laden. Na gut, wir sind jetzt total offen, aber komm, wir versuchen es einfach mal. Oh, so, gut, das war dann ein bisschen blöd. Oh, danke, es funktioniert wieder. Ja, und gleich ein bisschen mit Musik noch hinten dran. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir nicht sterben werden. Ah, sehr gut. Einfach mal hier mit offenem Fenster geschlafen. Boah, das habe ich früher mal mit meinem Vater gemacht, aber da sind wir draußen auf dem Balkon raus und haben unter einer sternenklaren Nacht einfach geschlafen und so, wo ich als kleines Kind, da war ich 4 oder so. Das fand ich damals so toll. Also nur zu empfehlen, das auch mal zu machen, jetzt vielleicht mit ein paar Kollegen oder sowas, heute in Zeltform oder sowas, aber das ist echt ziemlich geil. Also kann man nicht anders sagen. Hier, Setzlinge, kommt zu mir. 2 Setzlinge sind noch zu wenig, Freunde. Aber wir können euch direkt mal da, bist du gerade rausgefallen, das war der falsche. Guck mal, von denen haben wir 15, 16, 17 Stück aus 2, 3 Bäumen und aus dem anderen einfach total wenig. Oh, da haben wir einen vergessen, so, dich lassen wir auch mal direkt wachsen. So, du bist gewachsen. Komm schon. Oh, du auch noch. Und 2 Stück. Ich glaube, das lohnt sich nicht zu verschwenden. Ja, das bringt nichts. Gut, aber dich werden wir auch nochmal gleich abholzen. So, und dann bauen wir uns mal direkt eine Hütte. Aber diesmal wirklich von Anfang an schön. Und nicht so wie das letzte Mal, wo ich immer gesagt habe, er ist funktional und sowas. Nein, bisher ist ja alles ziemlich schön. Deswegen passt das ja so an sich. So. Zack. Ach, komm schon, ich hoffe, dass die Setzlinge jetzt noch alle rauskommen werden. Sehr schön, das sind wieder 3 Stück. Oh, sehr, sehr gut. 8 Stück wieder, 9 Stück, perfekt. Die setzen wir alle wieder hin. Hier am besten so auf freier Fläche, wo man ein bisschen Platz hat. Zack, 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 zack und zack. Wunderbar,
perfekt. Oh, da hinten sind noch ganz schön viele Kürbisse gewachsen. Ja, jetzt langsam läuft's, ne? Direkt hier mal aufgenommen. Und direkt läuftet. So, ich glaube, da pflanzen wir auch gleich mal mehr Kürbisse an als nur die paar. Da machen wir nämlich direkt mal Kürbiskerne draus. Doch, ja, 20 Stück. Und dann haben wir die Anke dabei. Ja, wir haben die Anke dabei. Und wir haben sogar Eimer dabei. Wunderbar. Und zwar wird das Ganze nach hier unten versetzt, beziehungsweise nach hier hinten. Zack, 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 zack. Das hier kann weg, dieses Gänseblümchen. So, dann muss hier natürlich alles weg, dass das Wasser hier reinfließen kann. Beziehungsweise, wenn ich das hier wegnehme, genau, das... Na, dass der Wassereimer da dann wegkommt, ist ein bisschen blöd. So, die Musik, die jetzt gerade läuft, die finde ich jetzt irgendwie gerade nicht so cool. Ich mache gleich mal das nächste Lied, wartet mal. Ich will nur noch ganz kurz das hier fertig kriegen und dann noch einmal da. Und dann haben wir hier überall Dingswasser und jetzt ziehen wir nächstes Lied, bitte. Ja, das ist schon besser. Wunderbar, dann hier nochmal die Eisen, die Holzanke. Und dann hier die ganzen Kürbiskerne nochmal pflanzen. Sogar noch weitergehen müssen wir. Ich habe hier jetzt nicht umsonst alle nämlich gepflanzt. Okay, da habe ich jetzt sogar einen Baum gepflanzt, der muss dann sogar weg. Das tut mir jetzt leid, aber wir brauchen auch erstmal was zu essen, weil das ist essentiell und ziemlich wichtig. So, 8 Stück bedeutet, war sogar ein bisschen zu weit wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, sondern war einfach zu weit. Aber fast hat's gereicht. Da noch und da noch. Zack, zack, dann kann ich hier die Erde wieder rein. Erde, bist du da? Erde, komm rein. Und Wasser kommt zu mir. Wasser dahin. Wasser dahin. Oh, scheiße. Ja, das... Scheiße, ist der Samen weg? Kacke, nee. Oh Mann, okay, der Samen ist jetzt leider weg. Ach, ich bin so blöd, ne? Okay, hier müssen wir noch dann was hinpflanzen. Das muss ich mir merken. Da packen wir jetzt einfach mal die Fackel daneben. Oh, da ist gerade der Baum gewachsen. Konnten wir auch jetzt sehr eindrucksvoll beachten. So, dann pflanzen wir dich jetzt einfach mal kurz dahin. So. Und du wirst abgeholzt eben. So wie man das von Bäumen halt kennt. Zumindest bei uns jetzt. So, jetzt haben wir auch schon relativ viel, ne? Also sollten wir... Ja, 58, sehr, sehr gut. Da können wir doch deutlich was mit anfangen. Ach ja, und das sieht echt schön aus hier langsam. Gut, das hier ist jetzt ein bisschen störend. So ein holographischer Baum oder wie auch immer. Dann, machen wir daraus jetzt mal... Na... Doch, da draus erstmal überall Holz und da auch nochmal die Hälfte draus Holz. Und dann bauen wir jetzt damit erstmal. So. Und zwar, das können wir dann sozusagen als Topfpflanze oder als Zimmerpflanze oder sowas in die Art nehmen. Können wir dann schauen. Jetzt die Frage, das dunkle Holz wird auf jeden Fall benutzt. Wir wollen ja dann uns in Richtung dahin bewegen. Das würde hier so eine Art Zauberraum. Hier müssen wir halt echt aufpassen, weil das echt nervig wird. Ach du Scheiße, Alter. Hör doch auf. Bist du des Wahnsinns? Uns hier einfach so zu erschrecken und uns anzuzünden. Ich glaube, bei dir hackt's, Mann. Vor allem sterben will ich jetzt nicht, weil wir haben 32 Level. Das wäre ziemlich uncool. Genau, weil in die Richtung hier werden Zombies sein. Das könnte ziemlich laut werden. Deswegen gehen wir mal in Richtung. Da kommen dann später sowieso ein, ihr wisst schon, hier, ne, Wintergarten hin. Und jetzt würde ich ganz gerne irgendein Schwein oder sowas töten, weil wir haben jetzt echt gar nichts mehr zu essen. Und das dauert ein bisschen, bis die Kürbisse wieder wachsen, weil wir ja gerade alles für die sozusagen langfristig gedacht haben. Wobei ich das hätte vielleicht nicht unbedingt lachen sollen. Lachen sollen vor allem. Wir haben ja voll viel Leder noch. Mal schauen, ob das vielleicht sogar schon reicht. Das wäre natürlich cool. Ich sehe da jetzt aber gerade nichts zu essen. Haben wir hier noch irgendwas zu essen? Nein, das sieht schlecht aus. Okay. Aber wir können uns direkt mal Sachen craften. Wo haben wir denn das ganze Zuckerrohr jetzt hin? 4 Zuckerrohr. Hatten wir nicht irgendwie 10 Millionen mal mehr Zuckerrohr? Da habe ich jetzt gerade alles für die... Kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt wirklich nicht sein. Habe ich was in den Rucksäcken gelassen zufällig? Moment, da hinten ist gerade wieder ein Baum gewachsen. Nee, krass. Haben wir so wenig Zuckerrohr gehabt? Okay, ich habe das irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Aber gut, dann holen wir halt erstmal schon den wieder, der gewachsen ist. Und dann können wir nämlich bestimmt schon wieder ein neues Bücherregal machen. Und dann endlich verzaubern, was ja die ganze Zeit mein Plan schon war.
Und wir können wirklich zaubern, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir die Level verlieren werden. Alle, oh, ich sehe schon, hier sind noch mal Eier drin. Die holen wir uns direkt mal. So, aber Huhnlinge Nummer 1 und 2, ihr bleibt beide drin. Nein! Komm rein, komm rein. Scheiße. Warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich bestimmt... Nee, habe ich natürlich nicht.